Yepik Ola hat in ihrem neuesten Video zwei Geschichten über große bekannte YouTuber in Verbindung mit sexueller Belästigung erzählt, die sie selber erlebt hat. In diesem Video möchte ich diese kurz zusammenfassen und dann weiter auf diese eingehen. Die erste Geschichte geschah vor anderthalb Jahren. Ola, die zu diesem Zeitpunkt 17 war, war mit einer 16-jährigen Freundin in der Kölner Innenstadt. Sie haben dort 3 bis 4 YouTuber, von denen sie Fans waren, getroffen. Die YouTuber haben angeboten, dass sie mit ihnen in ihrer Wohnung feiern. Sie haben daraufhin in deren Wohnung getrunken und später auch Strip-Poker gespielt. Yepik Ola und ihre Freundin wollten sich ab einem gewissen Punkt nicht weiter ausziehen. Die YouTuber hingegen wollten mehr. Die beiden Mädchen wurden dann überredet, in deren Wohnung zu übernachten. Ich war angetrunken, ich war müde, ich hatte keinen Bock mehr auf gar nichts, ich wollte einfach schlafen. Sie haben sich dann aufgrund der Überzeugungskraft der YouTuber in deren Bett gelegt. Dann plötzlich Hände an meinem Körper gespürt habe und mir dachte, wow, was zur Hölle geht hier ab? Ich habe instant seine Hände weggenommen und meinte so, Alter, lass das, lass mich in Ruhe, fass mich nicht an. Das hat natürlich nichts gebracht, er hat immer weiter gemacht. Ich konnte mich halt nicht gut wehren und habe halt immer wieder seine Hände weggenommen. Es ging immer weiter, bis er dann seine Hände in meiner Hose hatte. Und das war der Moment, wo ich aufgesprungen bin und einfach gegangen. Und dann standen wir da mitten in der Nacht alleine auf der Domplatte, keine Ahnung vom Leben, komplett fertig mit der Welt. Keine Ahnung, was wir machen sollten. Ich hatte einen kompletten Handabdruck auf meinem Arm. Meine Brust war voller Blutergüsse. Und ich dachte mir wirklich einfach, was ein ekelhaftes Arschloch. Laut Ola ist derartiges nicht das erste Mal passiert und die YouTuber haben es danach noch öfters gemacht. Die zweite Geschichte spielt ebenfalls in Köln. Dort war Ola mit einer Freundin in einem Club. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits beide volljährig. In dem Club waren sie mit 8 bekannten YouTubern in dem VIP-Bereich. Ola hat von einem der YouTuber ein Glas Gin Tonic bekommen. Es deutet alles darauf hin, dass mir an diesem Abend von diesem YouTuber K.O.-Tropfen gegeben wurde. Zunächst enthemmen sie das Opfer und geben dem Umfeld das Gefühl, das Opfer würde sich prächtig amüsieren. Das ist genau das, was meine Freundin erzählt hat. Ich war wie auf Knopfdruck ein anderer Mensch. Wirkung tritt nach 10 bis 20 Minuten ein und hängt stark von der Dosis ab und führt zu Übelkeit und Schwindel bis hin zur Bewusstlosigkeit. Meine Freundin hat mir erzählt, dass ich halt ganz plötzlich auf einmal einen Blackout hatte. Sie sind dann aufgrund Ullas unkontrollierten Verhalten aus dem Club geflogen. Die Freundinnen haben kein Taxi bekommen, weil Ulla sich mehrmals übergeben hat. Derselbe YouTuber, der wahrscheinlich die K.O.-Tropfen ihr verabreicht hat, hat seine Wohnung zur Übernachtung angeboten. Die beiden Freundinnen haben das Angebot aufgrund fehlender Alternativen angenommen. Was dann passiert, ist wirklich schlimm. Du liegst in einem fremden Bett, in einem fremden Raum, mit einem fremden Typen, der dich die ganze Zeit begrapscht und du kannst nichts dagegen tun. Das war so ein schreckliches Gefühl. Sie ist trotz der harten Vorkommnisse nicht zur Polizei gegangen und hat es bisher so gut wie niemandem erzählt. Ola schrieb einige Stunden nach der Veröffentlichung ihres Videos in die Kommentare: Erstens, bitte hört auf, die ganze Zeit zu spekulieren, wer es war. Das macht die ganze Sache nicht nur für mich, sondern auch für diejenigen, die ihr nennt und die nichts mit der Tat zu tun haben, noch unangenehmer. Ich nenne bewusst öffentlich keine Namen, da ich ansonsten definitiv rechtliche Probleme bekommen würde. Zweitens, zur Anschuldigung, ich würde das alles nur erfinden, um Aufmerksamkeit zu erlangen, kann ich nur nochmal sagen, dass dies nicht der Fall ist. Natürlich habe ich gehofft, dass dieses Video populärer wird als mein normaler Stuff, aber nur um so viele Menschen wie möglich davor zu warnen. Je mehr Menschen darauf aufmerksam werden, desto besser. Vor allem trauen sich jetzt auch mehr Mädchen zur Polizei zu gehen und etwas dagegen zu unternehmen. Drittens, dass ich doch selbst schuld sei, dass mir so etwas passiert, wenn ich schon so ein Thumbnail benutze, ist einfach unter aller Sau. Nur weil sich jemand etwas freizügiger zeigt, gibt es niemandem das Recht, ihn gegen dessen Willen zu belästigen. In diesem Fall halte ich das doch für ein relativ gutes Schlusswort. Teilt doch das Video, würde mich freuen.